Ja, dann mach mal die hier, ne? Ruhelose Wildnisschätze erwarten diejenigen, die es wagen, die Ruinen der alten Welt zu erforschen. 5000 Erfahrungspunkte ist eigentlich nicht schlecht und 2 Fertigkeitspunkte. Ruine erkunden. Eine Ruine der alten Welt. Vielleicht liegt hier etwas Nützliches herum. Ich sehe bloß noch keine. Ich sollte mal da reinschauen. Wo ist denn die Ruine? Ach, hier. Siehste. Haben wir uns mit dem Rücken zugedreht, deswegen konnte ich die jetzt nicht finden. Also das ist die Ruine, wo wir jetzt ein bisschen schauen werden. Hier gibt es ein kleines Seil. Okay. Jetzt esse ich meine Spaghetti. Bin gerade unentspannt. Ach, aber Windruhe, ja. Ob sie sich noch bewegen lässt? Aha, also hier können wir anscheinend noch eine Lore bewegen. Das ist wahrscheinlich die hier. Da hat sie jetzt einen kleinen Tipp gegeben. Ich frage mich bloß, in welche Richtung jetzt. Weiter geht's nicht. Okay. Also ich denke mal, wir mussten die jetzt zurückschieben. Wofür ist dieser Schalter da? Weil, wenn die hier nämlich an der anderen Schiene ist, wird bestimmt jetzt das so sein, dass wir ja die Schienen wechseln müssen. Gucken, ob wir den Schalter jetzt schon betätigen können. Der Schalter kontrolliert die Schienen. Ja. Dann ziehen wir einfach die Lore jetzt hier weiter. Zur Ruine, würde ich sagen. Aber ist gerade ein bisschen schwer hier. Gar nicht. Vielleicht bewegen muss man hier, wir das Ding. Müssen wir ja irgendwann stehen bleiben. So, hier geht es nicht mehr weiter mit der Lore. Also ich denke mal, die wird am richtigen Platz sein. Hier kann man auch, wie ich jetzt sehen kann, drauf gehen. Das ist wahrscheinlich okay. Der Eingang. Was ist hier drin? Das ist wahrscheinlich jetzt hier der Eingang der Ruine. Oder zumindest. In dem Raum ist irgendein Relikt. Aber wie kommt man da rein? Genau, das müssen wir ja jetzt rausfinden. Das ist ja der Sinn einer Reliktruine. Hier müssen wir dann reinkommen, aber das wird noch ein weiter Weg sein, glaube ich. So, erstmal auf dem Seil und dann alles schön gemütlich rätseln. Da haben wir schon den Schlüssel. Ein Schlüsselmodul. Wenn das schon der Schlüssel für das Relikt ist, ist das natürlich schon ja, ziemlich beeindruckend, dass wir jetzt den jetzt schon haben. Wir müssen jetzt nur noch irgendwie versuchen reinzukommen. Hier gibt es ein Seil. Ich glaube, jetzt kann man auch wieder nach unten gehen, weil das war jetzt wahrscheinlich nur für den Schlüssel jetzt hier die Action, die wir gemacht haben. Die Ruine ist nicht so einfach, aber als Bahner kann ich zum Glück Weichen stellen. Oh, okay. Ist nicht so einfach. Na, da bin ich gespannt, du. Ich glaube, wir hätten die Leiter hier irgendwie abschießen müssen. Ne? Ich sehe hier gerade so eine schöne Leiter mit einem schwarzen, mit einem roten Punkt hier. Ah. Ja, man sieht das immer erst hinterher. Ne? Eigentlich müsste man vorher jedes Mal das alles hier abscannen und gucken. Aber ich gehe einfach so freischnauze einfach rum. Interessant. So, ein Datenpunkt. Aber hier schaue ich mal rein. Manchmal gibt es ja hier gerade bei Reliktruinen ja solche Codes oder irgendwas. Aber hier jetzt in dem Fall glaube ich nicht. Hier ist einfach nur Text. Also falls ihr das gerne durchlesen wollt, gerne Video anhalten, so wie immer. Oder gibt es hier einen Hinweis? Das Baujahr der Anlage zu wissen ist zwar keine Einstellungsvoraussetzung für jemanden in deiner Position, aber hast du mal jemanden außen geguckt? Es ist schwer zu übersehen. Das könnte helfen. Das könnte helfen. Also hier kann man auf jeden Fall den Schlüssel reinmachen. Damit geht die Tür schon mal auf. Dann mal los. Also das mit der Lore, das musste man auf jeden Fall relativ am Anfang machen. Und jetzt muss man den Code eingeben. Also hier gibt es wieder tatsächlich einen Code. Vielleicht gibt es hier was Nützliches. Genau, und das war wahrscheinlich jetzt hier der Hinweis. Also dann lese mal den doch nochmal laut vor.
Weil Aloy hatte ja schon so ein bisschen, das ein bisschen so erzählt, dass da ja irgendwas ist. Also Daniel, wie lange bist du nochmal bei uns? Das Baujahr der Anlage. Also wahrscheinlich ist das ein vierstelliger Code und wir müssen jetzt das Baujahr rausfinden. Zu wissen ist zwar keine Einstellungsvoraussetzung für jemanden in deiner Position, aber hast du dir mal von außen angeguckt? Es ist schwer zu übersehen. Jetzt sieh dir mal ein paar Minuten das Gebäude an. Es hat einen Grund, dass es als historisches Wahrzeichen gilt. Und dann gieß bitte meine Pflanzen. Also müssen wir das Gebäude jetzt von außen anschauen, so wie ich das jetzt verstehe. Also müssen wir nochmal komplett rausgehen hier. Ah, hier. 1623. Ha! Ich wollte jetzt eine große Erkundungstour machen, aber es ist ja doch so schnell. 1623. Nur das haben wir doch schnell rausgefunden. Ist ja jetzt nicht so. Gehen wir nochmal hoch. So, mal den Code eingeben. 1. Oh shit, falsche Zahl. 6. 2, 3. Ich glaube nicht. Hä? What? Ach, das war's nicht. Hä? Moment, ich habe doch gerade den Code gelesen. Ach so, ja gut, die 6 ist ja ein bisschen weiter unten, ne? Ist das vielleicht 1, 2, 3, 6? Oh, das ist ja natürlich jetzt bescheuert. Ich scanne mal ein bisschen ab, vielleicht gibt es ja einen Hinweis. Vielleicht 1, 2, 3, 6? Ich dachte jetzt so 1, 6, 2, 3, aber anscheinend nicht so. Oder gibt es ja noch irgendwelche andere Zahlen und das ist jetzt nur so eine Fake-Zahl? Nee, ne? Ist das vielleicht eine 9? Ach, wisst ihr was? Das ist eine 9. Das ist eine 9 in Wirklichkeit. Ha! Man sieht ja hier, dass die Zahl ja nur noch an einem Ding hier hängt. Und die wird bestimmt mal eine 9 gewesen sein, weil hier oben ist ja irgendwas leer. Und dann wird hier runtergefallen sein. Also nicht 1, 6, 2, 3, sondern 1, 9, 2, 3. Das probieren wir jetzt mal aus. Ah. Ich habe mich schon gewundert, warum ist denn die 6 so tief? Aber es liegt halt daran, dass das eigentlich eine 9 ist. 1, 9, 2, 3. Geschafft! Mich kann niemand austricksen. So, wo geht's jetzt lang? Hier ist ein Seil, ne? Ich glaube, so runterfallen ist jetzt nicht gut, ne? Hä? Wozu haben wir jetzt die Tür aufgemacht? Ich glaube, wir hätten auf dem Seil gehen müssen, ne? Damit wir hier rüberkommen. Das wird der Witz sein. Aber irgendwie habe ich das jetzt nicht geschafft. Gehen wir nochmal dann gleich nochmal vorbei. Hier ist auch nochmal was. Könnte nützlich sein. Könnte nützlich sein? Steht hier was? Danke, Daniel, danke nochmal, dass du meine Pflanzen gießt, während ich weg bin. Nicht jeder kann nachvollziehen, dass ich das nicht... Dass nicht die Bots machen lasse. Diese Station zu putzen und wieder aufzufüllen ist das eine, aber was du ja selbst sagst, die Lebenden sollten von den Lebenden versorgt werden. Ich habe den Zugangscode auf das Jahr eingestellt, in dem die Station gebaut wurde. Und bitte lasst. Das ist doch schon wieder genau so ein gleicher Text, ja. Also es ist immer wahrscheinlich der gleiche Zugangscode. Ich glaube, das wird halt immer 1923, ne? Sein. Wir gehen noch mal hoch. Ich glaube, wir hätten auf das Seil irgendwie gemusst, aber Aloy hat da nicht irgendwie rangegriffen. Ach ja, also eigentlich, ich vermute sehr stark, wir müssen hier drauf, aber vielleicht müssen wir hier noch was aktivieren oder irgendwas. Tun wir noch mal mit dem Fokus ein bisschen gucken. Irgendwie sieht das nicht so aus. Vielleicht noch mal irgendwie nach oben klettern. Oh, warte mal. Nochmal durch. Hoch! Ah, jetzt. Also ich war nur zu blöd, okay, an Seil zu kommen. Wohin jetzt? Daran lag es. Ich habe es jetzt mal mit Anlauf ausprobiert und schön gerade quasi rausgerannt und dann mit Sprung und dann hat es funktioniert. Dann gibt es wahrscheinlich wieder Grünglanz. So, das ist unser neuer Ort der Verzweiflung. Wird erstmal ein Feuerklimmer machen.
glaube, jetzt müssen wir wieder die Lore hier herziehen. Weil sonst würde hier keine Schiene existieren. Und damit können wir wahrscheinlich auch hier hochgehen. Okay, dann würde ich jetzt erstmal die Lore holen wieder. Das Ding muss hier rüber. So, ich glaube, das reicht. Schienenwechsel, oder? Klappt das? Die Schienen sind auf die Kurve ausgerichtet. Okay. Gucken, ob das klappt. Nee, klappt noch nicht ganz. Ich glaube, wir waren noch nicht ganz hinten mit der Lore. Die muss ja jetzt erstmal auf die neue Schiene kommen. So, und jetzt noch mal vor. Jetzt funktioniert es. Naja, weil da war bestimmt das Vorderrad noch auf die andere Schiene. Das war jetzt auch der letzte Einsatzort mit der Lore hier. Es gibt ja nur zwei Schienen. So, wo gehen wir denn jetzt hin hier? Ich weiß gar nicht, ob wir hier, ja. Hier kommen wir einfach hoch, alles klar. Gibt es ein bisschen was zum Sammeln? Ist irgendwie irgendwas zum Klettern? Komisch so an der Wand entlang. Jetzt müssen wir mal gucken. Also wir sind ja gleich hier bei diesen... bei unserer Reliktruine. Mal gucken, ob es hier noch ein paar Probleme gibt. Ja. Dieses Problem zum Beispiel. Aber vielleicht muss ich jetzt einfach nur... Na, komm hoch. Ach. Ich wollte eigentlich jetzt hier auf die Lore springen und hier jetzt drauf und dann mit einem Rückwärtssprung was machen, aber ich gucke mal, ob das geht. Ja, das geht auch. Bewegen wir das Ding. Rückwärtssprung. Oh! Ich war doch... Was ist denn hier los? Warte mal, ganz ruhig, ganz ruhig. Aloy, bleib auf der Lore. Zack, hoch. Aber hat das jetzt nicht funktioniert? Ich bin hier an der Seite. Wenn ich jetzt Rückwärtssprung mache, müsste sie doch das halten. Oh! Geschafft. Gerade so, aber irgendwie ist das so ein bisschen buggy. Vielleicht eher von hier nach hier springen. Oder von hier nach hier und dann hier, hier. Keine Ahnung, ob das einfacher ist. Hier ist zumindest das Ornament. Die haben es geschafft. Die Reliktruine ist abgeschlossen. Könnte aus Las Vegas stammen. Wäre wohl gut, wieder dorthin zu gehen. War unsere vierte Reliktruine von 9. Oh, hier scheint noch irgendwas zu geben. Scheiße. So alles so abgekrast haben wir hier noch nicht, ne? Wahrscheinlich hätte man hier die Lore hier von außen nochmal irgendwie hochgekonnt, oder? Können wir ja auch nochmal rausholen. Mann, Ibo, du bist heute gut drauf. Naja. Ich fand das jetzt nicht so schwer. Das Ding muss hier rüber. Es ging eigentlich. Es ging. Ja. Man musste die Lore nochmal rausziehen. Dann kommt man auf den Grünglanz. Ich könnte den Grünglanz eintauschen. Da gab's noch was am Fenster, ne? Oh, ich habe das nicht vom Fenster gesehen. Wir schieben jetzt nochmal hier die Lore rein. Das ist ja nur nochmal jetzt so Zusatz, was wir hier machen. Das ist bestimmt eine Truhe, die absolut für den Arsch ist, aber geht ums Prinzip manchmal. Nö, es ging eigentlich. Also war ja doch relativ... Also ich meine, das mit der Lore, dass man die mal so hin und her schiebt auf die Bahn, das macht man ja schon irgendwie automatisch, ne? Und... ja, wenn man hier dann das mit dem Klimmer aufspringt, man sieht ja hier dann die Schiene. Da kommen wir ja auch da ein bisschen so auch schon automatisch drauf. Das ist in meinem Vorrat, wenn ich es brauche. Okay.